Hallihallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Vidme-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch mit dem Musiktech Part 2. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß! Ich weiß nicht mehr genau, was genau meine erste Single war, aber ich habe eine rausgesucht, auf die ich sehr stolz bin. Dieses Lied höre ich immer noch super, super gerne, jedes Jahr zu Weihnachten. Da muss ich mich gleich entschuldigen, ich habe noch die Originalverpackung, aber das obere Teil, das Cover sozusagen, fehlt. Aber ich habe ja trotzdem die CD für euch noch, mein allererstes Album. Ist von Tattoo. Und ja, was soll ich sagen? Tattoo halt, 2003. Das war das allererste Album, was ich mir selber gekauft habe. Puh, das ist schwer. Ich höre nicht so viel deutsche Musik. Lieblingsinterpret. Wie heißt er denn jetzt? Tim Bensko. Den seiner Lieder finde ich halt sehr schön. Oder, stopp! Mir fällt dann doch noch was ein. Adel Tawil. Von dem finde ich die Songs sehr schön. Und von Ich und Ich natürlich. International sage ich jetzt nicht schon wieder Linkin Park, sondern Queen. Ich mag Queen sehr gerne. Die höre ich auch. Wenn ich rund um die Uhr oder aber so ältere Musik. Ich bin halt damit aufgewachsen und deswegen höre ich die Musik auch sehr, sehr gerne. Mein absolutes Lieblingslied für immer. Also, puh. Ich glaube, da habe ich nur eine Antwort. The Show Must Go On von Queen. Ich glaube, das Lied kann ich mein Leben lang hören. Ich finde es immer noch phänomenal und ich fand das als Kind schon absolut phänomenal. Mein momentanes Lieblingslied hat sich jetzt noch nicht so wirklich geändert, aber ihr kennt doch alle Shape of You von Ed Sheeran. Ich hoffe mal, ihr kennt das alle. Also davon hat sich einer einen Spaß draus gemacht und einen Remix gemacht von The Walking Dead. Und ich mag, also ich habe The Walking Dead nie gesehen, nur mal so ausschnittsweise. Und es interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Aber halt seit Jeffrey Dean Morgan da mitspielt, der Papa Winchester bei The Walking Dead, gucke ich mir auch immer mal so eine Szene an, was denn den Negern für eine Rolle ist. Und da hat sich doch wirklich einer einen Spaß draus gemacht, seine tollsten Sprüche in ein Lied zu fassen. Aber ich werde das euch hier unten mal in die Infobox packen, den Link. Und ihr seht ihn jetzt auch hier in der Infocard eingeblendet. Da könnt ihr ja nachher einfach mal draufklicken und euch das Lied einfach mal geben. Das ist oberm Faktor 5000. Ja, es gibt auch einen Fauxpas in meiner Sammlung. Warum gibt man dafür Geld aus? Also das war jetzt zwar noch die Zeit, wo das so populär war, aber warum gibt man dafür Geld aus? DSDS. Warum? Ja, da frage ich mich immer noch, warum ich diese CD habe. Ja, mit meinem Ex-Freund verbinde ich Alexi Bexis Covers sehr. Das packe ich euch jetzt auch gleich mal hier oben in die Infocut, in die Infokarte und unten in die Infobox. Das Cover, was ich meine, dann ist es auch Human von Christina Perry. Und ansonsten mit einem Ereignis eigentlich nur Only Time von Enya mit dem 11. September. Muss ich wirklich sagen. Allgemein, oder das macht eigentlich fast jeder, Happy von Will Ferrell. Wie heißt der? Pharrell Williams, hey! Happy von Pharrell Williams.
richtige Balladen oder halt auch Soundtracks, die höre ich auch sehr gerne, wenn ich traurig bin. Und wenn ich wütend bin, weil das ist hier keine Frage, deswegen werde ich das jetzt einfach mal mit sagen. Wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin, höre ich halt gerne Linkin Park. Und wenn ich traurig bin, halt so generelle Balladen oder Soundtracks. Schlager? Nein. So richtig aggro macht mich eigentlich keine Musik, weil jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack und jeder soll das hören, was er mag. Und wenn ich halt dabei sitze, dann muss ich das halt ertragen. Außer halt, ja, Schranz, das wäre so eine Sache, da würde ich auch aus dem Raum gehen, wenn es mir zu sehr nervt. Warum? Schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir, wieso bin ich jetzt schon wieder bei Harry Potter? Ja, Harry Potter zum Beispiel. Das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks. Oder, was haben wir noch? Hans Zimmer, Flut der Karibik und auch Game of Thrones. Das hat auch einen schönen Soundtrack, wenn man mal so die Dems von den einzelnen Häusern anhört und das Intro. Und in der 7. Staffel wird im Soundtrack auch sehr mit dem Intro gespielt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Ich habe leider keinen MP3-Player mehr und einen CD-Spieler erst recht nicht mehr. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was angeht, wenn ich mein Handy anmache. Remix. Ihr seht hier, ich habe es ja oben bei euch in die Infocard gelegt und hier unten in die Infobox. Und auch schon die letzte Frage und die kann ich beantworten mit: Mir ist Musik sehr, sehr wichtig. Sie hilft mir. Ich kann damit auch Aggressionen abbauen oder Leid verarbeiten oder auch einfach fröhlich sein. Und mich ein bisschen ablenken. Und alles geht schneller, wenn Musik läuft. Ja, auch der Sport. Dann, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach ganz schnell. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Also dann, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und... Jetzt ist die Infocard auch schon eingeblendet und ihr findet hier einen Button, auf den ihr einfach draufklicken könnt und mich abonnieren könnt. Oder ein Video, was euch vielleicht gefallen könnte.